Willkommen zurück zu Pokémon X und diesmal ohne Nuzlocke, weil wir hier keine nennenswerten Kämpfe mehr bestreiten können. Wir können hier nur noch legendäre Pokémon fangen und ein paar kleine Nebenstories machen. Deswegen braucht man das Ganze jetzt nicht mehr im Nuzlocke-Style aufziehen. Aber ihr könnt jetzt schon mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr als nächstes für ein Projekt sehen wollt. Was für ein spannendes, ob Nuzlocke oder Randomizer oder normales Spiel. Schreibt es einfach mal rein, haut eure Vorschläge raus und wir machen jetzt erstmal weiter. Wir wollen uns jetzt hier erstmal Zertrümmerer holen. Einfacher als gedacht im letzten Part gesucht wie ein Blöder, ne? Und hier ist es einfach mal knallhart Zertrümmerer, denn wir können an der Omega-Höhle ja noch irgendwo hingelangen, wo wir vorher noch nicht hingelangen konnten. Das wollen wir heute als erstes mal tun, damit es halt ein bisschen komplett wirkt, ja. Hier Zertrümmerer ist ganz unten, den ballern wir jetzt bei irgendeinem Pokémon rein. Machen wir am besten... Ist eigentlich völlig... 40er Stärke, Kampfmove. Ja komm, baller jetzt einfach bei irgendeinem Pokémon rein. Selbst die Pokémon-Liga können wir können die zwar erneut herausfordern zum Rematch, aber die sind einfach mal knallhart auf demselben Level und haben einfach mal knallhart dieselben Pokémon. Das bringt es nicht viel, finde ich. Ist sehr, sehr schwach eigentlich, dass das jetzt hier so dürftig endet. Das kennt man sonst aus anderen Spielen nicht. Wenn ich da gerade an strahlender Diamant, leuchtende Perle denkt, da war das Ausmaß nach der Pokémon-Liga wirklich gigantisch. Die ganzen legendären Pokémon im Park, ich weiß gar nicht mehr, im Hamanasu-Park, ja, das war wirklich gigantisch, was man da alles fangen konnte, ja. Das war wirklich fett. Aber gut, was jetzt, wo ist denn überhaupt die Omega-Höhle jetzt hin? Ist das die hier nochmal? Omega-Höhle, genau. Von Mosaia aus starten wir jetzt nochmal. Und dann schauen wir mal, was wir heute sonst noch so machen können. Ich habe einiges auf der Liste stehen, was wir noch tun können, aber es ist tatsächlich nicht mehr so viel. Es sind vielleicht noch 3 Parts, einfach mal grob geschätzt, oder 4, ich weiß nicht genau. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, ne? So, ich mache jetzt aber nochmal einen Topschutz an, denn das, die Begegnungen hier im hohen Gras, die heben wir uns mal noch auf. Schauen wir mal hier, wo sich der Dingsbums Topschutz versteckt. Es müsste ja noch mehr als genug hier vorhanden sein. Jawohl, hier haben wir 23 Stück noch. Jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir hier vorankommen, ja. Denn hier können wir noch hineingehen, ja. Da läuft noch ein Schwarzgurt rum, ob der kämpfen will. Hier ist erstmal eine Perle versteckt, alles klar. Das werden wir jetzt herausfinden, ne. So, hier ist einfach mal ein Waggon. Hier ist nichts weiter los. Was war hier? Die wurde offensichtlich aus dem Verkehr gezogen, die Lore. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Und von hier unten gibt es hier auch noch einen Eingang in die Omega-Höhle. Also von daher schauen wir jetzt mal. Naja, hier zu dem Meister. Wie kommen wir denn zu dem hin? Müssen wir hier unten drunter durch, oder? Ja, ja, ja. Hier geht es. Und hier ist versperrt. Alles klar, hier geht nichts. Hier ist ein Item X-Abwehr. Ob sich das gelohnt hat, das zu holen. Das sei jetzt erstmal dahingestellt. Will er kämpfen hier? Der Meister. Er will tatsächlich kämpfen. Aber auf was für einem Level soll der sein? Ich weiß ja nicht, ab wann wir hätten Zertrümmerer bekommen können. Er hat einen Keradonis. Wir haben Mr. Stink. Ich habe nochmal gegen Kalem offscreen gekämpft. Ein paar Level-Ups gemacht, ein paar weniger. Er ist auf Level 49. Okay. Das ist so eigentlich das Level, welchem wir hier... der, sagen wir mal, After Story begegnen, ja, Level 50 ist so roundabout, das Level, was die dann Trainer dann haben, ne? Also ist jetzt nichts wirklich Wildes, deswegen können wir auch die Nuzlocke hier getrost erstmal außen vor lassen, weil da ist jegliche Spannung außen vor, selbst wenn wir hier versuchen würden, dass kein Pokémon down geht, ne? Wir sind ohnehin schon viel zu stark dafür hier. Pandrago kommt hier, Pandagro, nicht Pandrago, Pandagro kommt jetzt hier rein. Ah ja, warte mal, der ist dasselbe Unlicht. Ein bisschen nachdenken hilft da manchmal doch noch. Steigerungshieb. Ja, ja. Ist nicht ganz so geil. Angriff steigt. Wir können aber doch hier Säurespeier machen, ja. Schön Spezialverteidigung senken. Und der nächste reicht dann hier aus. Er ist auch noch zurückgeschreckt. Das ist ja gleich richtig göttlich hier. Dann haben wir Pandagro schon da. Und ich bin gespannt, was jetzt hier in der Höhle drin sein wird. Aber irgendwas... Spektakuläres wird es ja wohl nicht sein, weil legendäre Pokémon finden wir dann nur noch an anderer Stelle. Zygarde hatten wir ja hier schon rausgeholt aus der Omega-Höhle. Es geht halt nur noch um den unteren Bereich hier, ne? So, was willst du erlernen? Psycho-Schock kann man, denke ich, für Psystrahl machen. 80er Spezialmove, Psystrahl ist nur 65. Packen wir auf jeden Fall rein. Ob wir es nur irgendwann einsetzen, weiß ich jetzt nicht, ne? Und dann haben wir den UN auch schon besiegt. Ja, kleiner Schwarzgurtkampf hier nochmal.
in den letzten Folgen von Pokémon X. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ein Item haben wir hier am Start, alles klar. Wie kommen wir denn da? Hä? Wie kommen wir denn da runter, sag mal? Okay. Weiß das einer zufällig? Hier kommt man noch gar nicht rein. Ah, doch hier, Alter. Das habe ich ja jetzt völlig... Eine Drachenhaut haben wir ja völligst nicht gesehen. Ja, wie ein blindes Huhn, wie ein Maulwurf hier durch die Gänge irren. Ja, und das war es hier mit dem Lars. Ein Normaljuwel haben wir hier auch noch. Mehr ist ja hier gar nicht. Ist nur ein kleiner... Eine kleine, aber feine Nebenhöhle ist das hier. Na gut, dann war es das hier schon mal mit der Omega-Höhle. Dann würde ich sagen, brechen wir jetzt auf und gehen nochmal zum Pokémon-Dorf. Denn da gibt es auch nochmal was ganz Interessantes zu holen. Und das gönnen wir uns jetzt. Wir müssen erstmal überlegen, hier Pokémon-Dorf war hier ganz unten, genau. Von Fractalia City aus brechen wir noch einmal auf. Müssen wir noch einmal durch den Irrwald irren. Aber ich denke, den Weg bekommen wir dann einigermaßen schnell hin. Wir müssen ja nicht mehr kämpfen. Alle Trainer sind hier schon besiegt. Nur noch mal schnell durchrushen, ja, damit wir hier ins Pokémon-Dorf gelangen. Und da war noch irgendeine Höhle, die uns vorher versperrt wurde. Der Zugang wurde uns verwehrt. Das wollen wir jetzt nochmal ändern, denn wir sind Champ. Wir dürfen jetzt überall hin, ja. Es kann uns, es hat keiner mehr was zu melden. So, ist der Schutz noch an? Ich glaube, der ist an, ne? So, wir laufen jetzt erstmal, ne? Ja, wir versuchen es jetzt einfach mal hier schnellstmöglich durchzukommen. Mal schauen, ob das denn hier gleich der rechte Weg ist. Hier die Oma, hier ist einfach meine Sackgasse. Alles klar, das läuft ja schon wieder. Sind wir schon wieder auf der falschen Fährte. Ne? Hier geht es wieder nach oben. Da wird man uns loben. Hier Schutz weiterhin einsetzen. Genau, ganz wichtig. Nach links oder nach unten, dann schauen wir doch mal. Wieder so ein Bäumchen. Hier aber ein Durchgang, das ist, glaube ich, richtig und wichtig hier. Und ja, das ist es schon. Sind wir schon beim Pokémon-Dorf angelangt. Sehr cool, sehr cool. Das Relaxo wird vermutlich hier immer noch schlafen. Ne? Und hier oben ist die Höhle, genau. Das Relaxo pennt hier einfach mal immer noch. Ganz coole Sache, ja. Es schläft tief und fest. Wir können hier nichts tun, die Pokémon-Flöte haben wir. Wir haben ja auch schon ein Relaxo, ja. Das hatten wir uns ja schon fangen dürfen. Wie kommen wir hier hoch? Ich glaube, wir müssen surfen, oder? Wir kommen hier doch ans Wasser ran. Dann surfen wir mal nach oben. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Wir sollten eigentlich nahezu alle Items, alle VMs dabei haben, bis auf Zerschneider. Okay, Kaskade. Hatten wir das schon ausprobiert? Wo kommen wir denn hier hin? Warte mal, nochmal hier hohes Gras haben wir hier. Bisschen Lavendel. Schutz aber trotzdem weiterhin einsetzen. Ah, hier. Gucke an, noch eine Psychokinese, die nehmen wir natürlich auch noch mit, ja, wenn wir einmal hier sind. Auch wenn die unser Groink natürlich schon beherrscht, ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in diese kleine Höhle hinein. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ob es da irgendwas... Ja, ich weiß, was es dort gibt, ne. Ich habe natürlich nachgelesen, was wir hier alles noch tun können. Ob es überhaupt noch was gibt. Wir schauen jetzt mal rein. Wie groß ist das Teil? Der Geheimdungeon ist das hier. Und da haben wir schon ein sehr interessantes Pokémon. Hier ist erstmal noch ein ovaler Stein drin versteckt. Mewtwo. Sehr schönes Pokémon. Ja, eigentlich mit eines der bekanntesten Pokémon überhaupt. Das ist auch sehr cool, ja. Sehr schönes, starkes Pokémon. Ja, mehr ist hier drin nicht zu holen. Ich würde sagen, wir speichern jetzt einfach mal nicht, dass hier noch was anbrennt. Sollte auf Level 70 sein. Versuchen wir es doch mal einzufangen. Vielleicht bleibt es ja auch gleich direkt im Flottball drin. Es scheint aber ein bisschen desinteressiert zu sein. Es zeigt uns nur seinen wohlgeformten Hintern. Und jetzt ist es soweit. Mewtwo ist bereit. Der Kampf geht los. Sehr cool, sehr cool. Zygarde war ja ein bisschen schwierig zu fangen. Aber da hatte ich ja auch noch die Nuzlocke-Regeln offen gelassen, ja. Aber hier brauchen wir jetzt keine Bedenken mehr haben. Ja, wenn hier Pokémon sterben sollten, ne. Spielt sich absolut nichts ab. Und Genesung hat er drauf. Junge, Junge, genau richtig geschwächt, ja. Ich hätte gedacht, Mewtwo hält mehr aus und ich habe vergessen, den Flopball zu werfen. Ich bin eine Pfeife. Mann, Mann, Mann. Ja gut, dann versuchen wir es jetzt mit dem Hyperball. 11 Stück haben wir hier. Na, dann schauen wir doch mal, was passiert.
Bleibt es im Ball? Bleibt es nicht im Ball? Es wackelt schon mal gar nicht. Das ist ja schon mal sehr vielversprechend. Und vielleicht ist Mr. Stink hier der optimale Dude für Mewtwo. Ja, wir sind hier ein Unlicht-Pokémon. Psycho hat keine Wirkung. Ich weiß nicht, was Mewtwo sonst noch so drauf hat. Einmal hat es immerhin schon gewackelt. Und das ist ja schon mal was. Barriere und Psychokinese war es, glaube ich, ne? Beides juckt uns jetzt nicht wirklich. Und Genesung. Drei Moves kennen wir schon. Genesung wäre jetzt nicht so ultra geil. Na? Es wäre schön, wenn es im roten Bereich bleibt. Aber kannst du ja nicht wissen. Naja, ja, jetzt kommt's gleich hier. Genesung, baller da rein. Kommt da nicht ganz full life. Also wir müssten dann schon noch warten, bis wir wieder angreifen. Oder wir nehmen einen anderen Move zum Schwächen. Aber was nimmt man da, ja? So, einmal. Zweimal. Dreimal. Oh, Junge. Junge. Und da haben wir schon. Da haben wir schon. Es ging ja wieder echt schnell hier. Mewtwo gleich. Einfach mal eingesackt. Wir sind gerade mal 11 Minuten dabei hier. Faiana noch auf die 35 gezogen. Sehr cool. Sehr cool. Mewtwo. Ein Psycho-Pokémon, 122 Kilo schwer. Dieses Pokémon ist das Resultat eines jahrelangen und skrupellosen Experimentes. Ja, Spitznamen brauchen wir jetzt auch nicht mehr verteilen, ja. Da ist alles gut. Wir haben es gefangen und den Mewtwo Need X, ja. Damit wir das auch schön mega entwickeln können, haben wir hier gleich mit dazu bekommen. Sehr, sehr cool. Sind wir damit auch schon fertig? Das ging jetzt auch schneller als gedacht. Ich schaue mal kurz, was wir hier sonst noch so tun könnten. Ich würde jetzt schon mal nach Illumina City fliegen, denn da machen wir am nächsten Part auf jeden Fall weiter. Und im jetzigen Part machen wir einfach mal, wir holen uns einfach noch was ab. Den Pokerradar, denn ich glaube, den hatten wir noch nicht geholt. Den bekommen wir natürlich bei Professor Platan. Wenn wir ihn noch nicht bekommen haben, aber ich gehe mal nicht davon aus, weil wir sind ihm dann nach der Pokémon-Liga nur am Bahnhof, glaube ich, begegnet. Und da hat er uns nur den TMV-Pass, ja, den TMV-Pass. Eine Holo! Ja, hier geht's schon los. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich, Merlin. Entschuldige bitte, dass ich dir aus heiterem Himmel schreibe, aber ich müsste etwas Wichtiges mit dir besprechen. Könntest du bitte im Lebel-Büro in der Nähe der Place Rouge vorbeischauen? Das wäre schon alles. Bis bald. Natürlich, aber das machen wir im nächsten Part. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert schon mal jetzt fleißig, damit ihr damit am Start seid. Geht es jetzt schon? Sind wir gleich im Büro angekommen? Nee. Kapitel 1. Alles klar. Nee, ich wollte aber noch bei Professor Platan vorbeischauen. Wir holen uns im heutigen Part, wir sind einfach mal in die falsche Richtung gelaufen, den Pokerradar noch abholen. Ja, einfach, dass wir es mal gemacht haben, ne? Ja, sag mal, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Es ist doch... Achso, hier, warte mal, hier lang. Einfach weiter hier in die Richtung, dass wir wieder auf den äußeren Ring kommen. Und dann hoffe ich, dass wir hier relativ problemlos das Pokémon-Labor finden. Ja, die Stadt ist ein bisschen größer. Wir hatten uns auch noch gar nicht alles angeschaut. Aber das muss auch nicht sein. Das sind alles so viel Schnickschnack dabei. Ja, die ganzen Kleidungsgeschäfte, Friseur oder was es hier alles gibt. Ja, Friseur glaube ich nicht, aber Kleidungsgeschäfte, die ganzen Cafés. Ja, das ist jetzt alles nicht so meine Welt hier. Muss nicht wirklich sein, ne? So, wir versuchen es jetzt zu finden. Wir könnten bestimmt auch mit dem Taxi hinfahren. Hier stehen ja auch genügend da. Gegen die Taxifahrer sollten wir auch kämpfen dürfen. Hier so Schneiderei oder Boutique oder irgendwas. Wenn wir das Taxi nicht bezahlen könnten, ne, dann können wir gegen die Taxifahrer auch alternativ kämpfen. Ja. Wir steigen mal ein. Einrichtungen. Einrichtungen. Das Pokémon-Labor. Genau, da wollen wir hin. Da müssen wir jetzt nicht großartig suchen. Fährt er uns gleich hin, der liebe Kollege. Da sind wir schon da. Das macht 1000. Okay, das wird automatisch abgezogen. Hätten wir kein Geld, dann müssten wir, glaube ich, kämpfen. So, wir gehen jetzt hier mal rein. Eine Etage gleich direkt nach oben gehen. Und dann sneaken wir uns mal was. Wenn das hier in der ersten Etage war oder ob das die zweite ist, ich weiß jetzt nicht genau. Wo ist Platan, die alte Socke? Gar nicht. Na, warte mal. Hier ist vielleicht... Dann gehen wir gleich mal noch eine weiter nach oben. Da muss ja irgendwo sein, der Hans Wurst hier. Jetzt bin ich wieder ins Erdgeschoss gefahren. Das geht natürlich auch. Wunderbar. Da sollen wir aber nicht hin. Wir sollen dann wahrscheinlich zweite Etage gehen. Und uns da das Pokerradar abholen. Und dann sollten wir... Gibt uns den Auftrag immer jeden Tag. Sollen wir ein bestimmtes Pokémon suchen und finden. Genau, setz dich schön an den Schreibtisch hier. Gut, dann werfe ich jetzt mal einen Blick auf deinen Pokédex.
Na, ja, schau es dir mal an. So, so. Im Zentralbereich der Kalos-Region hast du 129 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Und hast du schon das perfekte Pokémon für dich gefunden? Gut, dann werfe ich jetzt mal einen Blick auf dein Pokédex. Hatten wir schon den Pokéradar bekommen? Ja, 50 Pokémon-Arten, ja. Warte mal, haben wir den schon? Haben wir uns den schon geholt? Das wäre jetzt sehr, sehr geil. Wieder nicht aufgepasst, was? Pokéradar. Aber hier steht er ja nicht. Oder kann man, ist der hier gar nicht mit drin aufgeführt? Also ich sehe ihn hier zumindest nicht. Also ja, auch prinzipiell jetzt nicht so wichtig, ne? Brauchen wir ja jetzt nicht primär. Kraftwerkpass, ja, hier ist alles Mögliche drin. Außer der Pokéradar, aber ich denke, der wäre in der Basis-Item-Tasche. Ja, altes Haus, was ist los hier? Ich dachte, den bekommt man hier. Carlos Küstendex, dann schau dir mal noch das andere an. Schöne Musik ist auf jeden Fall immer am Start. Freudige Musik, als würden wir hier irgendwas bekommen. Ja, es gibt ja uns noch Tipps, wo wir sonst noch so suchen könnten. Gebirge, ja, so, so. 87 Pokémon-Arten habe ich im Gebirge gefunden. Gebirge, Küsten, ich habe dir jetzt alles gezeigt, oder? Kollege. Okay, oder kriegt man den nicht vom Platan? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich rede nochmal mit dem Rest. Nö, aber anscheinend nicht. Vielleicht habe ich ihn auch schon bekommen. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber ich stehe. Es würde mir jetzt nichts sagen, dass wir den Pokéradar schon bekommen haben. Es ging im letzten Part oder im vorletzten Part ja nur um den Zugfahrpass, ja. Luxusbälle sagt sie hier. Ja, auch nichts Nennenswertes. Abfalleimer ist leer. Na, was ist bei dir? Bist du hier zum Praktikum? Hey, hier ist tatsächlich nichts. Mit ihr hatten wir ja schon geredet, ne? Hier ist er, Alter. Bei der letzten Person, beim letzten NPC. Gibt es den Pokéradar, ja? Und jetzt habe ich es natürlich nicht vorgelesen, aber ist jetzt auch egal. Hier bekommt man den Pokéradar, alles klar, läuft. Genau, ja. Hallo Merlin, Schwerpunkt der heutigen Forschung ist das Pokémon Riolu. Vielen Dank im Voraus. Ich soll jetzt wohl ein Riolu finden, ja, das mache ich natürlich gar nicht. Den Pokédex werde ich ja natürlich nicht vervollständigen, denn wir wollen im nächsten Part die Lebel Story in Angriff nehmen. Und das wird, denke ich, richtig spannend, wird auch ein bisschen länger dauern. Es sind mehrere Kapitel, die wir da abschließen können oder bearbeiten können. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr, wie gesagt, den Kanal abonnieren, um beim nächsten Mal wieder mit am Start zu sein. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.